Mein Name ist Falco Turini, ich bin Schweppes Brand Ambassador und ich mixe heute den Pray Tell Cheers. Ich glaube, so eine Kleinigkeit, die viele falsch machen, ist nicht aufs Eis zu achten zum Beispiel. Ein Longdrink oder ein Highball, wie man im Englischen sagt, da sollte eigentlich schon Eis dabei sein. Nicht angeschmolzenes Eis, es darf nicht so nass sein, vielleicht auch mal ein bisschen größeres. Einfach, wenn man weiß, man macht sich was, vielleicht einen guten Sack Eis einfach ins Gefrierfach legen, hat man mehr Spaß. Zuerst gebe ich die Kakaobitters in den Shaker, danach den Ahornsirup und den Grapefruitsaft. Dann kommt noch der Gin mit dazu. Die vier Zutaten werden aufgeshakt und dann im Endeffekt fein gesiebt in ein Longdrinkglas auf frisches Eis gegeben und dann mit Schweppes Soda aufgebaut zu einem Longdrink und kurz untergerührt. Und dann dekoriere ich das Ganze mit einer Grapefruit-Zeste, ein bisschen Minze und wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Muskatnuss drüber geben. Das passt ganz schön zu dieser Ahornsirup-Grapefruit-Saft-Kombination. Ich glaube, man kann sich jetzt absoluter Laie zu Hause eigentlich immer ganz schön auch an dem, was wir hier Longdrinks nennen, eben orientieren. Mit einer Grundspiritose kann ja auch was Leichtes sein und dann einfach mit einem Filler einfach einen schönen Longdrink daraus gemacht, ob das jetzt mit Soda ist oder mit Tonic, was man gerne trinkt. Und dann kann man da selbst, finde ich, mit der Deko oder was auch immer, mit einer schönen Zeste noch spielen, hat eigentlich immer einen guten Drink, wo man gar nicht viel falsch machen kann. Ich glaube, wenn man zu Hause beeindrucken möchte und Gäste einlädt, dann ist es immer sinnvoll, viel vorzubereiten. Man möchte ja Zeit für seine Gäste haben. Auch nicht immer zu viel machen. Mir passiert das selbst, dass wenn ich mir zu Hause mal einen Drink mache, dass ich dann immer mir so Humpen mache. Und ich mache mir dann im Nachhinein lieber mal zwei einzelne Drinks, die auch kälter bleiben, die man mehr genießt, als dass man sich immer so einen ganzen Becher schon hinstellt. Ha ha ha.